Also, hier spricht Isolde Richter. Ich möchte Sie und euch ganz, ganz herzlich zu diesem wichtigen Vortrag über die Fibromyalgie begrüßen. Es ist ja bei der Fibromyalgie so, dass das in der Schulmedizin eher eine ungeliebte Erkrankung ist, dass die Ärzte mit den Patienten oft gar nichts Rechtes anzufangen wissen und den Patienten dann oft auf eine lieblose Art vermitteln. Ja, bei Ihnen liegt die Ursache im psychischen Bereich. Und das ist zwar vom Arzt nicht so gemeint, kommt aber beim Patienten dann doch oft so an, hab dich nur nicht so, dann wird es schon. Und tatsächlich leiden die Patienten aber oft ganz, ganz furchtbar und brauchen unbedingt einen Therapeuten, der sie ernst nimmt mit ihren Beschwerden. Und deshalb besuchen viele von diesen Patienten den Heilpraktiker. Und ich denke, da liegt auch ein ganz, ganz wichtiges Einsatzgebiet. Und ganz sicher habt ihr da bei der Behandlung von der Fibromyalgie großen Erfolg, wenn ihr da mit ganzheitlichem Denkansatz dran geht. So, Sonja, wie du das machst, ja, du gehst ja da ganz breit aufgestellt dran. Ich denke nur an deine ganzen Ansätze, die du ja in der Praxis auch einsetzt und dann hier auch Kurse gibst, Gott sei Dank, über mentales Entschlacken, über Säurebasen, über Sauerstoff, über Atemtherapie. Und ich denke, wenn ihr da so ganz breit dran geht, dann habt ihr da ganz, ganz dankbare Patienten. Und es ist ja dann oft so, wenn man einen Patienten hat, dem man wirklich geholfen hat, die verbreiten dann diese gute Nachricht so unter ihren Bekannten und Leidensgenossen, die sich ja gegenseitig dann auch oft kennen und empfehlen dann die Therapeuten weiter. Dass ich also denke, wenn ihr da so einen Schwerpunkt habt, wie Fibromyalgie oder Migräne gehört da auch dazu, das sind Erkrankungen, auf die es sich wirklich lohnt zu spezialisieren als Heilpraktiker. Ja, von daher ganz lieben Dank an dich, Sonja, dass du dir dieses wichtige Thema vorgenommen hast. Und ich wünsche jetzt heute Abend dir und den Teilnehmern ganz viel Freude. Noch was, willst du vielleicht die Teilnehmerliste noch auf sichtbar stellen? Dass die anderen Teilnehmer, also ich sehe die Teilnehmerliste nicht. Ich sehe nur. Das mache ich Optionen, Teilnehmer. Ah, da. Jetzt? Genau. Ah, ja, genau. Jetzt kann man dann die Reiter anklicken, Mitarbeiter und Teilnehmer. Genau, so ist gut. Weil viele wollen dann doch schauen, ist ein Bekannter da und schreiben sich dann vielleicht irgendwas im Chat oder so. Also Ja, genau. jetzt stelle ich mich aber auf stumm. Alles klar, gut. So, einen wunderschönen guten Abend an alle. Ich bin ja überwältigt über das Interesse. Ich freue mich sehr und kann es auch nachvollziehen, denn Isolde hat es ja schon wunderbar anmoderiert. Die Fibromyalgie ist, ja, ich sage immer, das ist eigentlich die Krankheit für uns Heilpraktiker. Denn es gibt noch ein paar andere, aber es gibt eben weniger Krankheiten, die so viel Potenzial bieten, naturheilkundliches Fachwissen und Kompetenz am Patienten zu zeigen und dann dadurch eben die Lebensqualität deutlich zu verbessern. Also, von daher freue ich mich sehr, dass ihr so interessiert auch seid. Und ich versuche immer zwischendurch mal zu schauen, wenn jemand was geschrieben hat oder wenn mal eine Hand gehoben ist. Ich werde versuchen, den Vortrag relativ kompakt jetzt zu halten und dann bin ich gerne noch bereit, Fragen zu beantworten. Meine Praxis, ich stelle mich erst mal kurz vor. So, dann muss ich einmal hier klicken. Jetzt geht's weiter. Meine Naturheilpraxis Alles in Balance ist in Velbert hier in Nordrhein-Westfalen. Ich bin eigentlich ein Kind aus dem Ruhrpott und bin vor einigen Jahren mit meinem Mann aber dann jetzt doch aufs Land gezogen, weil wir sind ja jetzt auch nicht mehr die Jüngsten. Ich werde nächstes Jahr 60 und da haben wir uns gesagt, jetzt ist genug mit Großstadt. Und weil ich eben auch nicht mehr so jung bin, habe ich schon einiges hinter mir und das habe ich hier nur ganz kurz skizziert, was wieso mein Werdegang ist. Also ich komme eigentlich aus dem sozialpädagogischen Bereich und dann über den Sport und die Bewegung zur Heilpraktikerin, weil das für mich so dieses ganzheitliche Konzept dargestellt hat. So, heute Abend geht es um das Thema Fibromyalgie. Natürlich, wenn man über ein Thema spricht, sollte man wissen, worüber sprechen wir denn. Die Fibromyalgie übersetzt Fibro, die Faser,
Myal, da steckt der Muskel drin, und Digi, der Schmerz, ist häufig so. Diese Worte. Und Isolde sagt es schon, die Fibromyalgie gilt als chronisch unheilbare Krankheit, ICD-Schlüssel M79-7, und gehört zum riesigen Komplex rheumatischer Formkreis. Ich habe hier in der Praxis wirklich diesen Schwerpunkt Rheuma und Fibromyalgie. Der ist ziemlich groß, dieser Komplex, und es sind viele Menschen betroffen. Und wie Isolde es auch schon sagte, die Leute kommen und sagen, ich bin eigentlich jetzt am Ende. Das ist der häufigste Satz, den ich höre, sie sind meine letzte Rettung. Weil der Schmerz eben sehr dominant ist. Wenn wir über Schmerzen sprechen, dann sollten wir eigentlich mal ganz kurz schauen, worüber wir da sprechen. Was ist überhaupt ein Schmerz? Und da kann ich sagen, aus der Praxis, das ist ein so breit gefächertes Empfinden der Menschen. Und wir ganzheitlich denkende Therapeuten sehen den Schmerz ja auch eher als Sprache des Körpers und weniger als Krankheit oder schlimmes Symptom, sondern eigentlich schreit der Körper, es ist irgendwas mit mir nicht mehr im Gleichgewicht. Ich bin in Not. Hilf mir, du Mensch. Der Mensch ist aber dann hilflos, weil er den Schmerz als bedrohlich empfindet. Und das ist er ja im eigentlichen Sinne auch, so ist er ja eigentlich auch angelegt. Wenn wir einen akuten Schmerz verspüren, sollte dieser Schmerz uns im besten Fall warnen, ja, Beispiel Herd und die Hand auf der Herdplatte, sodass wir reagieren. Und die Intensität, wie gesagt, sehr unterschiedlich wahrgenommen, von unangenehm bis unerträglich. Und das ist auch bei der Fibromyalgie so. Es gibt Menschen, die kommen und sagen, ich habe so einen latenten Schmerz, dass ich schon gar nicht weiß, ob ich den überhaupt noch als Schmerz empfinde. Der ist immer da. Die meisten sprechen aber von wellenartigen Schmerzen, wandernden Schmerzen, auch von der Intensität wandernd. Und wenn dann dieser chronische Schmerz bleibt, hat er natürlich nicht mehr diesen Charakter eines Warnsignals, weil der Mensch kann da eigentlich nicht mehr so adäquat darauf reagieren. Daraus entwickelt sich dann ein eigenständiges Krankheitsbild, unter anderem eben das chronische Schmerzsyndrom. Und dann heißt es, müssen wir versuchen, dem Körper jetzt auf jeden Fall Hilfestellung zu geben, dass er da wieder herauskommt. Die Schmerzbearbeitung oder das Thema Schmerz ist ein wirklich sehr komplexes Thema. Und wenn man dort mal in die Tiefe geht, dann sieht man, wie viel da auch über unsere Gehirnzellen läuft und an welchen Stellen der Schmerz an bestimmte Emotionen, an bestimmte Wahrnehmungen und auch an bestimmte Regelkreisläufe andockt. Ich habe jetzt hier mal so ein paar Dinge aufgezeichnet, die alle mit der Fibromyalgie und auch mit dem Schmerzempfinden und der Schmerzverarbeitung im Zusammenhang zu sehen sind. Man könnte tagelang über die Fibromyalgie sprechen. Ich habe ein Webinar, Rheuma, Fibromyalgie und Co. Das taucht gleich auch noch mal irgendwo auf. Da kann man dann ein bisschen tiefer gehen. Heute geht es darum, euch so ein bisschen einen Überblick zu geben. In dem Zusammenhang kann ich nur wärmstens empfehlen, es gibt jetzt ganz neu hier bei der Isolde Richter eine Ausbildung zum Schmerztherapeuten mit Zertifikat von dem Kollegen Kai Kämmerer, die Grundlagenblöcke, und dann gibt es Fachfortbildungen. Und da belege ich oder besetze ich auch einige Themen, was die Fachfortbildung angeht. Ich werde immer zwischendurch mir ein bisschen erlauben, Werbung zu machen für die Webinare und die Themen, die ich anbiete, weil das eben das ist, was ich hier auch in meiner Praxis mache. Die Praxis sieht man jetzt natürlich nicht, weil unsere schöne Wand mit Isoldes Blume hinter mir ist, aber hier sitze ich und arbeite ich. Zurück zur Fibromyalgie.
Die Hauptsymptome, da haben wir gerade drüber gesprochen, der chronische Schmerz. Bei der Untersuchung gibt es halt bestimmte Schmerzpunkte, die ich in der Eingangsuntersuchung dann systematisch abklopfe sozusagen und schaue, wo sind die Schmerzen besonders schlimm. Müdigkeit, Erschöpfung, Schlafstörungen, Migräne, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, das sind ganz klassische Symptome bei der Fibromyalgie. Es geht also nicht nur um die Schmerzen. Und dann haben wir noch eine ganze Reihe an Nebensymptomen, die ganz unterschiedlich ausfallen kann. Und ich habe auch das Gefühl, dass insgesamt diese Symptomatik wirklich immer breiter gestreut ist, sodass ich erst nach einer ganz ausführlichen Anamnese, was natürlich immer der Fall ist in der Naturheilpraxis, dass sie den sehr breiten Raum einnimmt, 1 bis 1,5 Stunden, man dann eigentlich erstmal einen Überblick hat. Jetzt hier mal so ein paar Nebensymptome, die alle auftauchen können im Zusammenhang mit Fibromyalgie. Die Schulmedizin ist in dieser Frage relativ ratlos. Also mein Hausarzt, zu dem ich ein ganz gutes Verhältnis habe, sagt immer, also wenn ich Fibromyalgie-Patienten habe, die schicke ich am besten gleich zu dir, weil ich habe gar nicht die Zeit, mich so intensiv darum zu kümmern. Ich kann Schmerzmittel verschreiben und ansonsten eigentlich vielleicht mal eine Spritze geben, aber nicht viel tun. Häufig ist es auch so, dass die Patienten überhaupt keine Diagnose haben, dass sie einfach sagen, ich war schon bei Arzt ABC und alle haben gesagt, wir finden nichts, es ist nichts, kein Rheumafaktor da, der muss nicht unbedingt aufzufinden sein, keine ganz spezifischen Marker zu finden, sondern ich habe halt immer nur diese Schmerzen und mir geht es nicht gut und ich fühle mich auch depressiv und auch da kann sich dann die Fibromyalgie dahinter verstecken. Risikofaktoren gibt es verschiedene, werden auch unterschiedlich aufgezeigt. Familiäre Disposition, chronischer Schmerz, chronischer Stress, Bewegungsmangel, Übergewicht, aber natürlich auch Traumata, also auch Missbrauch in der Familie kommt leider nicht so selten vor, wie man das vielleicht mag, besonders unter der Gruppe der Fibromyalgie-Patienten. Das sind ja auch recht viele. Wie schon gesagt, die Schulmedizin gibt Medikamente, die eins machen sollen, sie sollen den Schmerz ausschalten. Das ist für den Patienten vordergründig erstmal angenehm, keinen Schmerz zu haben. Aber wenn ich mit dem Patienten spreche und ihnen erkläre, welche Funktion Schmerzen haben und dass wir im Prinzip unseren Körper mundtot machen durch die ständige Gabe von Schmerzmitteln, dann verstehen auch die Patienten, dass das keine dauerhafte Lösung sein kann. Es gibt auch im Bereich der Schulmedizin multimodale Therapieansätze. Ob die von der Krankenkasse übernommen werden, ist eine andere Frage. Sinnvoll wäre es, aber das ist eine sehr aufwendige Sache, die Leute da stationär in Schmerzkliniken oder psychosomatischen Kliniken unterzubringen und dann eben unterschiedliche Therapieangebote zu machen. Also das muss man dann schon entweder selber bezahlen oder ja, und dann kann man sich dann auch nicht unbedingt so viel Zeit aus seinem Beruf entfernen und so viele Urlaubstage hat man jetzt auch nicht, dass man da sagt, ich mache jetzt mal eine Kur auf Privatbasis, weil ich da mir etwas von verspreche. Wäre wünschenswert. Ja, hier nochmal mein Hinweis zu diesem Webinar Rheuma, Fibromyalgie und Co., wo wir natürlich ein bisschen intensiver da einsteigen können in das Thema. Und dieses Webinar ist auch einfach eine Fachfortbildung in der Ausbildung zum Schmerztherapeuten. Die Schulmedizin. Das war's. Jetzt kommen wir mal zu unserer Genre. Und da finden wir eine unglaubliche Vielfalt an Möglichkeiten.
Aus meiner Erfahrung und meinem Therapieansatz sieht immer so aus, dass in allererster Linie ich schaue, wie sieht es mit der Körperchemie aus? Wie, in welchem biochemischen Zustand finde ich jetzt den Körper vor? Wie ist die Verteilung im Körper? Eine Körperanalysemessung hier in der Praxis gehört auf jeden Fall immer zu der Eingangsuntersuchung. Ein Säurebasencheck. Dann zu schauen, wo liegen die größten Säurebilder, in welchem Bereich. Dann der Bereich mentale Verschlackung. Mentale Verschlackung ist ein großes Gebiet, was wir uns auch noch gleich anschauen werden. Also das ist jetzt mal so ein Überblick, Bewegungsmangel, Ernährung, das sind die Faktoren, die in meiner Praxis zur Geltung kommen. Und wir gehen da jetzt mal Punkt für Punkt so grob durch, damit ich so ein bisschen veranschaulichen kann, wie sich das aus meiner Sicht darstellt. Wir haben im Bereich von Übersäuerungskrankheiten eine ganz klare Hierarchie an Schwere von Krankheiten. Wir unterscheiden da einmal die Ablagerungskrankheiten, die Ausscheidungskrankheiten und dann die schwerste Form der Erkrankung im Bereich der Übersäuerung. Das ist die Erkrankung mit dem sogenannten Strukturschaden. Das heißt, dass hier wirklich Zellen auch zugrunde gehen oder dass hier wirklich eine Schwere vorzufinden ist. Und das ist bei der Fibromyalgie auf jeden Fall gegeben. Ablagerungskrankheiten wären jetzt zum Beispiel Gallensteine oder Nierensteine oder verschiedene Verkalkungen an Gefäßen, Arteriosklerose. Also da gibt es jetzt verschiedene Ablagerungskrankheiten, Ausscheidungskrankheiten, wenn die Ausscheidungsorgane überfordert sind und dann organische Schäden zeigen, ob es jetzt die chronische Magen-Darm-Erkrankungen sind, die ja auch breit gesteuert sind, oder auch die Atemwegserkrankungen. Also da haben wir einen anderen Schwerpunkt. Das ist jetzt auch schon ein inhaltliches Thema zu dem Säurebasen-Webinar, was bald auch hier stattfindet. Also ich sehe die Ursache in der Folge von Übersäuerung und Vergiftung und in der Folge von mentaler Verschlackung. Vergiftungssäuren, Gifte haben wir aus ganz unterschiedlichen Quellen. Das geht einmal über die Ernährung, das geht aber auch über das, was wir über Medikamente zu uns nehmen. Das geht über die sogenannten Genussmittel, Drogen, Zigaretten, Alkohol. Das geht über die Umwelteinflüsse, der saure Regen, in welcher Stadt wohne ich, wie bin ich der technischen Strahlenbelastung ausgesetzt, wie viel Autoabgase sind da, in welchem Zustand ist das Wasser, was aus meinem Wasserhahn kommt, welche Körperpflegemittel benutze ich, welchen pH-Wert haben die. Das sind alles Punkte, die wir im Webinar Säure-Basen-Regulation uns ganz Schritt für Schritt erarbeiten und die einen ganz wichtigen Punkt darstellen in der Ursachenforschung der Fibromyalgie. Die Therapie zur Regulation des Säure-Basen-Haushaltes besteht darin, dass ich den Patienten erkläre, was ist denn die Körperchemie, was ist der pH-Wert, wo finde ich Säuren, was sind Säuren, wie läuft dieser Stoffwechsel im Körper ab? Also die Verstoffwechselung von Säuren. Wie kann ich da regulieren? Wie kann ich da meine Ausleitungsorgane stärken? In meiner Praxis bekommt jeder Patient übrigens unabhängig davon, ob er Fibromyalgie hat oder eine andere Erkrankung, immer Atemübungen. Atemtherapeutische Elemente sind immer mit dabei. Dann sprechen wir über die basische Ernährungsweise. Eventuell über omnimolekulare Nahrungsergänzung und natürlich über die Haut als unser größtes Ausscheidungsorgan, was wir wunderbar nutzen können und wo es einige Missverständnisse gibt, im Bereich des sogenannten Säureschutzmantels und des sogenannten hautneutralen pH-Wertes. All das werden wir im
Webinar ganz genau uns anschauen, damit Sie oder ihr dann auch genau versteht, wie ihr das in der Praxis umsetzen könnt oder wie ihr das für euch nutzbar machen könnt. Das Webinar Säurebasenregulation ist ebenfalls eine Fachfortbildung in der Ausbildung zum Schmerztherapeuten. Der zweite Punkt, den ich genannt hatte, ist die mentale Verschlackung. So, ich gucke mal gerade, hier hat jemand eine Frage gestellt. Die Folien dieses Vortrags ins Forum, okay, das kann ich machen. Und die Frage, ob ich basische Körperpflege für sinnvoll halte, für absolut sinnvoll und heutzutage schon fast unabdingbar, weil über die saure Körperpflege wir die ganzen Säuren über die osmotischen Prozesse wieder in den Körper hineindrücken und dann im Körper sozusagen noch mehr Störungen entstehen können. Alles, was der Körper ausscheiden will, unser Körper heilt grundsätzlich immer von innen nach außen. Das ist ein Naturgesetz. Das dürfen wir nie vergessen. Es nützt nie etwas von außen irgendwie reinzudrücken, was zu unterdrücken, sondern wir müssen den Körper von innen nach außen in die Selbstheilung bringen. Und das geht. Das geht. Mentale Verschlackung ist der Bereich, der nicht so offensichtlich ist. Die Patienten kommen zwar und sagen, ich bin fix und fertig, ich bin schon am Ende und ich bin depressiv und beziehen alles auf die Krankheit. Das heißt, die ganze emotionale Gesinnung wird auf die Krankheit projiziert. Und erst im Laufe einer liebevollen Behandlung und einer langsamen Annäherung an den Lebenslauf der Patienten. Es ist für mich immer ein ganz wichtiges Instrument, dass jeder Patient im Laufe der Therapie auch einen Lebenslauf, ich habe da so Formblätter vorbereitet, einen Lebenslauf schreibt und so sein eigenes Leben nochmal Revue passieren lässt, in welchen Jahrzehnten ist was passiert. Und wenn ich dann ins Gespräch komme mit den Patienten, dann werden erst die wirklichen Ursachen, die wirklichen mentalen Verschlackungsursachen sichtbar. Und beim Fibromyalgie-Patienten möchte ich wetten, dass dort immer gravierende Punkte zu finden sind. Und das ist eigentlich ganz egal, ob sich das jetzt in der Familie abspielt oder ob es in der Persönlichkeit angelegt ist, ob es Menschen sind, die wirklich traumatische Erlebnisse hatten oder die eigentlich latent unterdrückt werden, die gemobbt werden oder was auch immer. Wenn wir einmal in diesen Teufelskreis hineinkommen, dieser negativen Gedanken, die Fibromyalgie-Patienten eben auch haben, dann kommen wir einfach nicht mehr alleine da raus oder der Patient kommt da nicht mehr raus. Er ist entmutigt, er fühlt sich schuldig, wertlos, schon alleine auch dadurch, dass er häufig hört, es ist doch eigentlich gar nicht zu finden. Vielleicht müssen Sie sich einfach mal ein bisschen ablenken oder was auch immer oder machen Sie mal eine Therapie oder entspannen Sie sich mal oder also ich habe schon wirklich die unglaublichsten Aussagen von Patienten gehört, die Ärzte ihnen mitgegeben haben. Das schüttelt man mit dem Kopf. Ich bin absolut kein Gegner von Ärzten, im Gegenteil, es gibt gute Ärzte, nette Ärzte, Ärzte sind wichtig, aber leider muss ich sagen, passieren Dinge, die dürfen eigentlich nicht passieren. Das nur mal so am Rande. Ein Mensch, der dermaßen entmutigt ist und sich so fühlt, der wird sich auch für nichts mehr interessieren. Und so kommen wir eben in diesen Teufelskreis und nicht mehr heraus. Und das bringt im Körper chemische Prozesse voran. Das wissen wir aus der neuesten Forschung, aus der Neuropsychologie und auch aus der Immunologie, dass alleine Gedanken in der Lage sind, chemische Prozesse im Körper in Gang zu setzen. Und so ist es also ganz wichtig, dass ich da ansetze und dass ich dem Patienten sozusagen diese Instrumente und Handwerkszeuge an die Hand gebe, sich selbst wieder in eine
positiv gestimmte Ausgangssituation zu bringen, um seine Krankheit aktiv anzugehen. Dasselbe Vorgehen, zumindest in dem Bereich, was wir bisher so besprochen haben, ist übrigens auch bei meinen Krebspatienten, die ich hier habe, die begleitend zu schulmedizinischen Therapien häufig dankbar sind für eine Unterstützung von Heilpraktikern, die sich Zeit nehmen. Weil man da eben Dinge mit dem Patienten machen kann, wo da haben Ärzte keine Zeit zu. Wen das Thema näher interessiert, wie also die Säure-Basen-Regulation im Bereich mentales Verschlacken überhaupt reinspielt, dem empfehle ich das kleine, aber feine Webinar Mentales Entschlacken, wo ich ganz konkrete Übungen euch an die Hand gebe, die ich hier auch in der Praxis dem Patienten an die Hand gebe und mit ihm trainiere und sozusagen seine Kompetenzstärke, seine Dinge in die Hand zu nehmen und aktiv anzugehen. Und das, was ich jetzt hier so euch in dem Vortrag aufgeschrieben habe, das sind so kleine Stichworte, die es zu erlernen gilt. Kennt ihr sicherlich vieles. Zur Atemtherapie. Ich habe es gerade schon erwähnt, die Atemtherapie ist eins der wichtigsten Module oder ich halte sie für eins der wichtigsten Module in jeder Naturheilpraxis, weil die Atemtherapie ist für alle Krankheiten. Es gibt überhaupt keine Krankheit, wo ich nicht den Patienten mit einer Atemübung nach Hause schicke. Atmen ist Leben. Atmen ist Rhythmus. Atmen beeinflusst und reguliert die Körperchemie. Da sind wir wieder im Bereich Säure-Basen-Regulation. Atmung reguliert aber auch unser Nervensystem. Wir können über die Atmung das Vegetativum direkt beeinflussen. Ich habe hier in der Praxis ein Gerät, ein Biofeedback-Trainingsgerät, mit dem der Patient sozusagen über seine Atmung sichtbar am Bildschirm erkennen kann, wie gut Atmung und Herzschlag in der Kohärenz sind. Das bedeutet, wie gut das Zusammenspiel ist und wie er in der Lage ist zu entspannen. Das ist immer das Erste, was ich mache, wenn es darum geht, einen Menschen in die Situation zu bringen, Ruhe zu ertragen. Ich will gar nicht von Entspannungstraining sprechen, weil Entspannungstraining ist ja schon eine hohe Kunst. Viele Menschen sind heute so unter Spannung und unter Hochdruck, mit denen könnte ich zum Beispiel nicht autogenes Training machen oder selbst progressive Muskelentspannung ist manchmal schon zu viel. Manchmal reicht es, wenn sie ruhig liegen oder wenn ich eine Sauerstofftherapie hier in der Praxis anbiete, was auch ein wunderbares Modul ist, dass alleine das Liegen schon so viel Emotionen freisetzt. Aber das Atmen stärkt das Ich. Und deswegen kann die Atemtherapie ein wunderbares Mittel sein, um die innere Stärke zu wecken und so wieder den Patienten in eine Situation zu versetzen, dass er seine Krankheit selbst in die Hand nehmen kann. Und das ist das Wichtigste, sich nicht ausgeliefert fühlen, sich nicht hilflos fühlen und abhängig von Ärzten und diese Diagnose und die nächste, sondern zu sagen, so, heute ist der Tag, wo ich entscheide, ich nehme meine Krankheit in meine eigenen Hände und ich werde mein eigener Spezialist. Wen die Atemtherapie interessiert, es beginnt in ja, noch nicht, ja, 2 Wochen sind es noch. Da beginnt der Block 1 der zertifizierten Ausbildung zur Atemtherapie, die ich hier anbieten darf. So, dann kommen wir jetzt zum dritten, nämlich Bewegungsmangel. Und da habe ich jetzt erstmal eine wunderbare Nachricht für euch. Ihr bekommt jetzt ganz exklusiv erfahrt ihr, dass seit heute ein neues Webinar im Angebot ist und dass die gute alte Sportheilkunde und die Sporttherapie wieder im Angebot ist
und dass mein lieber Kollege, der Marco, den Bewegungstherapeuten anbietet. Also ich empfehle euch, bei Isolde Richter auf der Homepage mal zu schauen, unter Bewegung, unter Sportheilkunde, unter Bewegungstherapeut oder Sporttherapeut, da findet ihr die Ausbildung. Nächstes Jahr geht's los, also ist noch ein bisschen Zeit. Bewegungsmangel in Bezug auf Fibromyalgie-Patienten, ein wichtiger Faktor. Schmerz verhindert Bewegung. Schmerz führt zu Stillstand. Schmerz führt zu Starre. Das bedeutet, der Mensch hat keine Lust, sich zu bewegen, weil er empfindet Bewegen als anstrengend, nicht nur wegen der Schmerzen, sondern auch wegen der anderen Symptome nebenbei, wegen der Kopfschmerzen, wegen dem Schwindel, wegen der gesamten Symptomatik fühlen sich die Leute nicht in der Lage, sich zu bewegen. Dann kommen natürlich auch Fehlinformationen dazu, schonen sie sich oder nicht zu viel bewegen. Die Müdigkeit kommt dazu, die Antriebslosigkeit, das mangelnde Selbstbewusstsein und eben das Nichtwissen, dass ich es kann. Also haben wir hier mit der Bewegungstherapie und der Sporttherapie auch ein ganz starkes Modul. Die Folgen von Bewegungsmangel sind natürlich dramatisch, weil Bewegungsmangel diese Starre und diese Steifheit und diese Verspannung und diesen Stillstand ja nur fördert. Und wenn es etwas gibt, was dem Körper nicht gut tut, dann ist es eben Stillstand. Wenn die Säfte nicht mehr fließen, wenn der Rhythmus nicht mehr da ist, wenn der Körper einfach seinen Bewegungsrhythmus auch nicht mehr hat, dann verschlimmern sich alle Symptome und dann geht es dem Menschen nur noch schlechter. Also da rauszukommen und rauszufinden, das ist ein wichtiger Punkt, den wir als Heilpraktiker den Patienten anbieten können. Wenn ich mit der Sportheilkunde hier in der Praxis arbeite, dann habe ich verschiedene Möglichkeiten. Die einzelnen Module stelle ich gleich noch kurz vor. Beim Fibromyalgie-Patienten muss man wissen, dass man hier wirklich ganz individuell, so individuell wie bei keiner anderen Patientengruppe arbeiten muss. Es gibt Fibromyalgie-Patienten, die mal sehr aktiv waren, die vielleicht sogar aus dem Hochleistungssport kommen. Auch das habe ich schon erlebt. Die aber jetzt aufgrund ihrer Erkrankung so runtergefahren sind in allen Systemen, dass man, wie gesagt, sie erstmal aufbauen muss. Und wenn man das geschafft hat und sie gestärkt hat, sie auf einmal ihre alte Kraft wieder spüren und man sie ermutigt, auch wieder ihre Bewegungsaktivität aufzunehmen. Andere Patienten, die nie sportlich waren und die also die klassischen Couch-Potatoes waren, zu motivieren und etwas zu finden, mit den Patienten gemeinsam herauszufinden, welche Bewegungsform macht mir denn Freude? Und ihr könnt mir glauben, es gibt keinen Menschen, der nicht eine Bewegungsform hat, die er liebt. Ob das die sanfte Bewegung ist, ob das die rhythmische ist, ob das das Tanzen ist, ob das eine gemütliche Wanderung ist, ob das, ganz egal, welche Art von Bewegung, aber Bewegung liegt uns in unserer Natur. Wir sind Bewegungsmenschen, alle. Die Freude an der Bewegung, das ist es, was wir leisten können. Diese Freude an der Bewegung zu vermitteln und vor allem, das ist eigentlich für mich immer das Wichtigste, dass ich den Patienten da abhole, wo er steht und dass das alltagstauglich ist. Es bringt überhaupt nichts, wenn ich, spielt übrigens auch beim Thema Ernährung eine große Rolle oder bei allen Themen. Es bringt überhaupt nichts, wenn ich große, komplizierte Pläne aufstelle und sage, und das müssen Sie machen und das müssen Sie tun und das dürfen Sie nicht und das machen Sie nicht. Das könnte vergessen. Das, was ich machen muss, ist die Begeisterung zu wecken, die Stärke zu wecken, den Glauben zu wecken, die Freude zu wecken, einfach die Impulse zu setzen, dass der Mensch spürt, ich kann etwas leisten, ich bin nicht dazu verdammt, alles über mich ergehen zu lassen.
Und das ist so wichtig und so wertvoll, gerade für Fibromyalgie-Patienten. Und alle sind unglaublich dankbar und ganz wunderbare Patienten. Wenn ihr euch also darauf spezialisiert in eurer Praxis, dann habt ihr mit Sicherheit eine erfolgreiche und gute, gut laufende Praxis. Das kann ich euch sagen. Und innerhalb der Ausbildung Sportheilkunde, Bewegungstherapeut, werdet ihr verschiedene Bewegungsarten kennenlernen und auch, wir lehren das auch, das geht auch übers Webinar. Und für den Fibromyalgie-Patienten und auch für andere Krankheiten gibt es eben Empfehlungen, welche Bewegungsform ist für bestimmte Erkrankungen gut geeignet, welche ist nicht gut geeignet. In der Sportheilkunde sprechen wir über Kraft, über Ausdauer. Wir sprechen natürlich auch über Sportler, die in die Naturheilpraxis kommen und sagen, ich möchte auch naturheilkundlich behandelt werden. Meine Sportverletzungen, ich will nicht mehr zum Orthopäden und mich nur spritzen lassen. Haben Sie nicht eine Möglichkeit, meine Sportverletzung anders zu behandeln? Und natürlich gibt es da die Möglichkeit. Da gibt es das Faszien, die Faszienbehandlung, da gibt es das Tapen und all diese Module, die mit in die sportheilkundlichen Therapiemöglichkeiten reinspielen, sind auch für den Fibromyalgie-Patienten wertvoll. Sodass ich immer sage, eine Sporttherapie ist auch immer eine ganzheitliche Therapie und sollte im besten Fall auch ein ganzheitliches Therapiekonzept dem Patienten anbieten. Da sollten entspannungstherapeutische kleine Einheiten sein. Dann Ausdauersport ist wichtig, auch fürs Herz-Kreislauf-System, auch für die Glückshormone, Beweglichkeitstraining, ob das jetzt in Form von Tanzen ist oder Yoga oder egal, alles, was Freude macht. Und das vorzustellen, mit dem Patienten zu üben, zu trainieren, das ist es, was man in der Praxis durchaus machen kann. Mein ganzheitliches Therapiekonzept in meiner Praxis, das ist jetzt immer wichtig zu wissen, dass ich jetzt hier von meiner Praxis spreche, sind die Module, die hier auch aufgelistet sind. Die Entspannungsmassagen für Fibromyalgie-Patienten, natürlich mache ich auch Sportmassagen für Sportler oder andere Massagen, aber für den Fibromyalgie-Patienten sind die Entspannungsmassagen, die großflächigen, sanften Massagen eine absolute Wohltat. Zu spüren, dass der Körper einfach mal den Schmerz loslassen kann. Oder auch die Faszienbehandlung. Zu spüren, dass der Schmerz auch über die Verklebungen in den Faszien oder Verwringungen der Faszienschichten auftreten können. Und Linderung zu spüren, wenn ich die Faszienschichten entsprechend stimuliert habe. Manuelle Therapien lösen, lockern, physikalische Therapien, Kälte, Wärme. Dann CCM, Akupunktur. Meine liebe Kollegin, die Birgit, macht das ja hier wunderbar an der Schule. Die Ohrakupunktur kommt bei mir zum Einsatz in der Schmerztherapie, kann sie wunderbare Dienste leisten. Dann das Tapen, hatte ich gerade schon angesprochen, kinesiologisches Taping, eine große Hilfe. Ich sage den Patienten immer, ich gebe ihnen meine Hand mit nach Hause durch das Tape. Und es ist Wahnsinn, was da an Erfolgsberichten zurückkommen. Dornbreuß-Therapien sind manchmal, je nachdem, ob der Fibromyalgie-Patient starke Probleme mit Rückenschmerzen hat, sinnvoll. Und was auch hinterher wunderbar geeignet ist und was ja zur Ausleitungstherapie auch gehört, ist das Schröpfen. Wird ja auch hier angeboten. Das mache ich auch. Ich mache das Schröpfen sowohl klassisch mit klassischen Gläsern. Ich mache es aber auch mit dem Bella Bambi. Das ist so ein Silikonschröpfgerät.
Gerät, wunderbar geeignet auch für die Selbstbehandlung zu Hause. Das kann ich dem Patienten also zeigen, kann denen das mit nach Hause geben, dann können die das zu Hause machen. Oder ich habe hier auch ein pulsierendes Gerät, ein elektrisches Gerät mit Schröpfkopfen. Da kann ich mit zwei gleichzeitig arbeiten und so auch die Faszien stimulieren und die Gewebestrukturen lösen und lockern. Ja, richtig. Kann man, Anke. Die Webinare, die ebenfalls als Fachfortbildung zur Schmerztherapie gelten, sind die Webinare Faszien und Tapen. Finden beide noch in diesem Jahr statt. Beide sind vierteilig und ich versuche das immer sehr praxisorientiert zu machen. Und wenn euch das interessiert, würde ich mich freuen, euch da im Webinar in dem einen oder anderen wieder begrüßen zu dürfen. Ernährung. Ernährung, da geht es um die Erkenntnis, dass die Pflanze unser wichtigstes Nahrungsmittel überhaupt ist. Das heißt aber nicht, dass jetzt jeder hier in meiner Praxis Veganer werden muss, weil ich selber bin auch kein Veganer und auch kein Vegetarier. Aber ich stelle die Waage wieder vor. Und wenn wir uns 80:20 basisch mit zu 80% und 20% säurebildend ernähren, dann haben wir schon viel geschafft. Leider ist, wenn ich den Patienten Ernährungstagebücher mitgebe, was ich auch immer mache bei jedem Patienten, die sollen dann 3-4 Tage einfach mal aufschreiben, was sie so den ganzen Tag über essen, damit ich so einen Eindruck habe und ich habe inzwischen die Erfahrung, direkt auch zu erkennen, wie sich jemand dann ernährt, mal aufzuschreiben, was man isst. Und da ist es leider genau umgekehrt. 80% säurebildend, 20% basenbildend. Und da muss man auch den Patienten wieder abholen. Dann nützt es auch nichts, jetzt einen Diätplan aufzustellen und zu sagen, und das dürfen Sie nicht und jenes nicht. Sondern dort wird mit Fingerspitzengefühl und sanftem Erklären die Vorzüge und die Vorteile der basischen Ernährung erklärt und dann so ganz langsam werden die Ernährungsgewohnheiten durchleuchtet, hinterfragt und mal dazu angehalten, etwas auszuprobieren, mal etwas wegzulassen. Wichtig in dem Zusammenhang, das habe ich von meiner lieben Kollegin gelernt, die gesagt hat, es gibt einmal in der Woche einen Lusttag. Und das habe ich übernommen und das würde ich auch machen. Immer den Patienten sagen, einmal in der Woche lassen Sie mal alle Pläne und alle Vorgaben weg und orientieren Sie sich mal bitte nur an Ihrem inneren Gefühl, was möchte ich jetzt? Genau. Und die liebe Rosina macht es auch so und das habe ich von ihr, diesen Tipp. Allgemein kann man sagen bei Fibromyalgie-Patienten, dass die Patienten, die natürlich mit Magen-Darm-Problemen schon in die Praxis kommen, auch mal eine Kur von mir verordnet bekommen, eine Heilkur, eine Ernährungsheilkur, wo die genaue Anweisungen bekommen, wie sie sich da zu verhalten haben. Das ist jetzt mal so ein kleiner Überblick nur. Gluten, Zucker, ihr seht, das sind alles die Säurebilder, die hier zu Buche schlagen, besonders. Und ein ganz wichtiger Punkt bei der Fibromyalgie, wenn Patienten übergewichtig sind und schon zig Diäten durchhaben, also so wirklich dieser klassische Jojo-Effekt, Patient, der sagt, ich habe schon alles probiert und es funktioniert nichts. Da muss man wissen, dass dieses ständige Ab- und Zunehmen und dieses Diäten führen auch die Symptome der Fibromyalgie verschlimmern kann und auch zu anderen Krankheiten führen kann. Hier an der Schule gibt es ja ganz umfangreiche Ausbildungen zum Thema Ernährung von der Gudrun Nebel und auch zur Orthomolekularmedizin.
Wie gesagt, ich behandle die Ernährung im Rahmen der Säurebasenregulation, also die basische Ernährung dann. Und mit dem Patienten gehe ich dann peu à peu ganz individuell vor. Die Gefahr Teufelskreis ist auch bei der Ernährung genau wie bei der Bewegung gegeben, dass ich eigentlich abnehmen will, Diäten mache und dann wieder dieses ständige auf, ab, auf, ab, auf, ab. Und dann komme ich in diesen ewigen Kreislauf. So, wir fassen mal ganz kurz zusammen. Ich hatte von 4 Faktoren gesprochen, die aus meiner Sicht die Fibromyalgie Patienten aus ihrer Lethargie holen können und die eine deutliche Verbesserung und Linderung der Symptome bringt und vor allem die Eigenkompetenz der Patienten stärkt und sie in die Lage versetzt, ihr Leben in die Hand zu nehmen und Lebensqualität zu erlangen. Und wenn ich jetzt nochmal dieses ganzheitliche Therapiekonzept zusammenfasse, dann würde ich das so mit den Stichworten auch euch weitergeben zur Säurebasenregulation für den Fibromyalgie-Patienten, die Basenbäder, die Basenwickeln, die speziellen Tees, die Nahrungsergänzung eventuell oder die omnimolekulare Nahrungsergänzung und die basische Ernährung. Bei der mentalen Entschlackung, das mentale Training, das Selbstbewusstseinstraining, das Erlernen von eigener Stärke spüren, zu sich finden oder die Psychotherapie. Bei der Bewegung eben die Anleitung zur Bewegung, die Entspannungstherapie, die Wahrnehmungsschulung, auch das Personal Training. Warum nicht? Ich gehe mal mit meinem Patienten hier in Fellbad, kann man wunderbar, also wenn ich hier aus meiner Praxis rausgehe und gehe ein Stück den Berg runter, bin ich mitten im Grünen und dann gehe ich eine Runde mit dem Patienten. Dann schaue ich, wie bewegt er sich, dann rede ich mit ihm, dann sehe ich auch, welche Bewegungseinschränkungen sind vielleicht da? Die kann ich dann in der Praxis auch wieder angehen. Ich habe hier in der Praxis den Galileo Vibrationstrainer. Ein wunderbares Gerät und eine Hilfe. Ich habe hier ein Trampolin, das ich nutzen kann. Oder verschiedene Möglichkeiten auf der Matte Übungen zu machen. Also es gibt schon Möglichkeiten auch in der Praxis. Die Ernährungstherapie, die Atemtherapie. In dem Zusammenhang vielleicht noch ein Tipp, die meine liebe Kollegin Daniela bietet hier den Entspannungstrainer oder Entspannungspädagogen an der Schule. Auch ein sehr lohnenswertes Angebot. Wie alles hier. Man kann ja gar nicht sagen, was ist jetzt besser und schlechter. Und deswegen die ganzheitlichen Therapieansätze, die ich auch bei jedem Patienten hier zusätzlich zu dem, was ich euch jetzt erzählt habe, hier anbiete, ist, dass ich Schüsslersalze, Schüsslertherapie mit dem Patienten mache, dass ich phytotherapeutisch arbeite. Ich habe jetzt hier mal so ein paar Pflanzen aufgelistet, die jetzt besonders bei Fibromyalgie zum Tragen kommen. In dem Zusammenhang dann vielleicht auch mein Tipp, es gibt das wunderbare Aconit-Schmerzöl von Bala, ein homöopathisches Schmerzöl, aber mit schönen ätherischen Ölen, pflanzlichen Substanzen, hat mir schon gute Dienste geleistet und auch den Patienten, die lieben das. In der Homöopathie, ich arbeite homöopathisch hier in der Praxis, hin und wieder mit Komplexmitteln, aber viel lieber doch mit Einzelsubstitution und der Patient bekommt dann entweder direkt in der Praxis eine Einmalgabe oder er bekommt auch schon mal ein Rezept mit. Das bedeutet, dass ich selbstverständlich auch eine homöopathische Erstanamnese mache. Das ist wieder mal eine umfangreiche Sache, aber es hilft natürlich dem Patienten, weil es noch mehr Einblick in seine Gewohnheiten und in seine Vorlieben bringt.
Also das ist jetzt so mein persönliches Paket. Neuraltherapie ist auch eine Möglichkeit und natürlich gebe ich auch mal Injektionen, wenn ich meine, dass zum Beispiel habe ich jetzt letztens wieder Patienten gehabt, der hatte verschiedene Krankheiten und da arbeite ich auch schon mal mit einer Umstimmungstherapie. Und das ist bei der Fibromyalgie ja auch sinnvoll, den Körper in eine andere Situation zu bringen. Ähnlich wie bei Allergien und Autoimmunerkrankungen, ist es ja so, dass der Körper wieder in die Lage versetzt werden sollte, die Reize von außen adäquat umzusetzen und sich zu wehren. Und diese Umstimmungstherapie, diese naturheilkundliche, die geht eben auch über eine Injektionskur oder über orale Gaben natürlich geht auch. Also da habe ich einen bunten Therapiebaukasten hier, aus dem ich dann schöpfen kann. Und manchmal ist es ja auch so, dass ich Angstpatienten habe, die sagen, um Gottes Willen, kommen Sie mir nicht mit einer Spritze, dann werde ich da natürlich Rücksicht drauf nehmen. Ja, ich freue mich, dass Sie oder ihr so lange dabei geblieben seid. Ich bin jetzt auch schon am Ende mit meinem kleinen Vortrag, mit meinem Einblick in das Thema Fibromyalgie. Und vor allem hoffe ich, dass ich das Interesse wecken konnte an der Vielseitigkeit der Naturheilkunde und dass die Module oder die Elemente, die ihr vielleicht schon drauf habt, wo ihr sagt, na super, das kann ich schon und das kann ich schon und hier habe ich schon was gelernt und ich bin in dem einen oder anderen Thema schon fit, dass ihr einfach wisst, dass jedes Modul für sich schon ein wertvolles ist. Natürlich fängt keiner mit einer Praxis an und hat schon direkt alle Therapien drauf. Ich coache ja auch junge Kolleginnen oder wenn jemand eine neue Praxis, die Praxis gerade eröffnet hat und da Hilfestellung braucht, der kann sich auch von mir coachen lassen. Das mache ich ja auch schon. Und da habe ich häufig junge Kolleginnen, die dann sagen, ja, aber ich bin unsicher und kann ich denn mit der einen Therapie was anfangen? Und wenn ich jetzt nur tapen oder nur Faszien oder nur, dann ermutige ich und sage, aber selbstverständlich, natürlich. Man kann ja auch in einer Kooperation zu Kollegen, Kolleginnen oder in einer Gemeinschaftspraxis mit verschiedenen Elementen arbeiten. Oder man sagt, ich fange jetzt erstmal an und dann gucke ich mal und arbeite mich ein. Also ich kann nur ermutigen, wenn man weiß, worauf es ankommt, dann ist das Mittel der Therapie ein wichtiges Element. Aber das viel Wichtigere ist, den Patienten ganzheitlich zu erfassen und ihn ernst zu nehmen und ihn behutsam wieder in die Heilung zu begleiten. Und das geht einfach auch so, ohne dass man schon jahrelang Homöopathie oder TCM gemacht haben muss. Natürlich ist es hilfreich, wenn man Erfahrung hat im Umgang mit Menschen. Natürlich ist es hilfreich, wenn man sich auskennt in der Pathologie der rheumatischen Erkrankungen, gerade bei der Fibromyalgie. Und natürlich, das solltet ihr ja alle als Heilpraktiker, auch wenn man psychotherapeutisch arbeiten kann. Das sind alles Elemente, die wertvoll sind. Ansonsten ist jedes Einzelne eben wertvoll. Gut, wenn jetzt noch Fragen sind, entweder zu den Webinaren oder zu dem Thema Fibromyalgie oder zu einzelnen Dingen, die ich vorgestellt habe, dann bin ich gerne bereit, noch Fragen zu beantworten. Ihr könnt schreiben, also ich lese immer zwischendurch, haben ja schon einige geschrieben. Danke für die Stellungnahmen. Und ja, ich schaue mal, ob ich noch irgendwie hier eine Frage habe. Sehr gerne.
Ja, da bedankt sich jemand. Gut. Ich gucke mal, ob ich irgendjemanden sehe, der die Hand gehoben hat. Es gibt ja da so ein Handhebesymbol. Da kann man draufklicken. Wenn man was sagen möchte, dann kann ich euch freischalten, das Mikro freischalten, dann könnt ihr auch sprechen. Wenn ihr schreiben wollt, dann müsstet ihr mal schauen, da muss irgendwo so ein Stiftsymbol sein, glaube ich, oder steht Chat oder Fragen, da könnt ihr dann was eintippen. Und wenn ihr jetzt hier keine Fragen habt, dann könnt ihr die Fragen aber auch sehr gerne im Forum stellen. Macht einfach einen Trade auf oder schreibt mir. Ihr könnt mich auch gerne anschreiben. Ich würde mich freuen, den einen oder anderen vielleicht in dem einen oder anderen Webinar wiederzusehen. Ich wünsche euch allen alles Gute, dass ihr das erreicht, was ihr gerne machen möchtet. Und einige kenne ich schon. Hallo, einige Namen, viele Namen kenne ich nicht. Das freut mich dann auch. Und ich hoffe, dass ihr etwas mitnehmen konntet aus diesem kleinen Vortrag. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend.